Willkommen bei uns in der Welt der Kerzen. Wir leben in einer ziemlich unbedeutenden und dunklen Welt. Wir wollen nämlich alleine brennen. Es heißt immer, es wäre sinnlos, sich einen Raum zu teilen. Denn dann würden wir uns selbst die Luft zum Brennen nehmen. Wir sorgen lieber dafür, dass andere Kerzen erlöschen, um selbst mehr Luft zu haben. Selbst länger zu brennen. Denn wir haben Angst. Wir haben Angst, dass wir einmal ausgehen. Dass wir erlöschen und man uns nicht mehr sehen kann. Weil wir unbedeutend werden und weil man uns vergisst. Wir betrachten die anderen Kerzen meist nur kurz, schauen nur auf ihr Äußeres und beurteilen sie auch danach. Es heißt immer, nur die großen Kerzen können etwas erhellen. Nur große Kerzen bringen die Welt weiter. Nur schöne Kerzen sind wertvoll und von Bedeutung. Doch wollen wir uns wirklich nach dem Aussehen aufteilen? Innerlich sind wir schließlich alle gleich. Wir bestehen alle aus dem gleichen Material. Wollen wir die Welt wirklich nur für uns selbst erleben und nicht als eine einheitliche Welt betrachten? Ich denke, wir Kerzen sollten uns zusammenschließen. Denn wenn jeder für sich selbst kämpft, können wir gar nichts bewirken. Wir haben die Fähigkeit, uns gegenseitig Wärme zu spenden, uns gegenseitig zu stützen, gemeinsam zu strahlen. Warum sollten wir diese Fähigkeit also nicht nutzen? Viele Kerzen drohen zu brechen und zu bröckeln, machen Fehler. Doch sind nicht auch diese Kerzen wertvoll? Sind nicht auch diese Kerzen ein Teil von uns, ein Teil des Ganzen? Wenn wir uns zusammenschließen, leuchten wir heller als die hellste Kerze alleine. Wenn wir uns zusammenschließen, sind wir alle bedeutungsvoll und wichtig. Wenn wir uns zusammenschließen, bringen wir das Licht in die Welt.